Hey Leute, da das letzte Video ja ganz gut bei euch angekommen ist, dachte ich mir einfach, dass ich noch so eins mache. Und hier sind wir. Das Geheimnis mit mir und Serien. Mit Gameplay. Euch ist doch wahrscheinlich schon mal aufgefallen, dass ich mehrere Let's Plays angefangen habe, die ich ohne Statement abgebrochen habe. Seht das hier also als Erklärung für alle von Ihnen. Sei es Noctem, der Landwirtschaftssimulator, Minecraft Jurassic oder Subnautica. Zum Landwirtschaftssimulator und Minecraft Jurassic kann ich schon mal sagen, dass es mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Ich mache vielleicht nochmal so Videos wie das beste Spiel 2020. Aber die reinen Let's Plays bleiben erstmal aus. Ich persönlich vermute, dass es daran liegt, dass ich einfach ungern ungeskriptete Videos mache. Zumindest alleine. Die Fortnite-Videos zum Beispiel haben mir sehr viel Spaß gemacht, da ich jemanden dabei hatte. Was mit Minecraft Noctem los ist, habe ich ja schon in einigen anderen Videos erklärt, weshalb ich das jetzt nicht ansprechen werde. Links in der Infokarte. Und jetzt nochmal zu Subnautica. Falls euch die Videos gefallen haben, keine Sorge. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich es nicht gerne mag, ungeskriptete Videos zu machen. Bei Subnautica war das immer ein bisschen anders. Ich habe mir da immer ein paar Punkte aufgeschrieben, was ich im Video machen und ansprechen werde. Deshalb werde ich bald meinen alten Spielstand wieder aus den Tiefen meines PCs befreien und mich an die 7. Folge ranmachen. Das hat mir ja auch eigentlich Spaß gemacht. Ich habe damit nur vorläufig aufgehört, weil ich nicht mehr weiter wusste und die Klicks in den Keller gegangen sind. Da es aber im Moment wieder besser läuft und ich gerade Bock drauf habe, könnt ihr die nächste Folge auf jeden Fall bald erwarten. Ich sehe das Statement, wieso Subnautica nicht mehr kommt, schon kommen. Außerdem habe ich vor kurzem ein Spiel namens Astroneer entdeckt. Bin mir sicher, dass ihr alle davon schon mal gehört habt. Das ist ein Spiel, wo man mit einem Shuttle auf einem Planeten landet, dort Ressourcen sammelt, mit denen man Maschinen und Raketen bauen kann. Ich habe es mir auf jeden Fall gestern geholt und ich glaube, ich werde das auch mal auf YouTube bringen, sofern mir das Aufnehmen des Spiels Spaß macht. Bin auch gerade so ein bisschen am Rumprobieren, um ein kleines Modpack zu machen. Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann wisst ihr auf jeden Fall schon, was in Sachen Modpack im Moment so los ist. Da wird dann auf jeden Fall die Mine-Colonies Mod im Mittelpunkt stehen. Falls ihr die Mod nicht kennt, in meinem ersten Video ist sie auf Platz 2. Habe auf jeden Fall Lust, mal eine Stadt damit zu bauen. Das war's jetzt eigentlich schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über ein Like freuen. Falls nicht, gebt natürlich auch gerne einen Daumen nach unten. Aber schreibt mir dann auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe. Denn ich möchte meinen Kanal stetig verbessern. Tschüss!